Wir befinden uns heute in einer Grundschule, die dringend eine Komplettsanierung benötigt. Die Wände sind feucht und mit Salzen belastet und das klingt erstmal nach einem Problem. Nicht aber für unser Sanier- und Dämmsystem, das wir heute verwenden, das genau auf diese Problematik ausgelegt ist und sowohl in Eigenheimen als auch in öffentlichen Gebäuden angewandt werden kann. Und wir zeigen euch jetzt, wie es funktioniert. Und natürlich habe ich dafür wieder einen Experten an meiner Seite. Frank kann uns erzählen, was denn hier die Grundproblematik ist. Und ich weiß, wir haben hier einige Probleme, die wir lösen müssen und vor allem, wie wir es dann lösen. Wir haben hier in diesem Mauerwerk sehr viele Salze und es ist ein feuchtes Mauerwerk. Und diese Räumlichkeiten, in denen wir uns gerade befinden, sollen später als Pausenraum, als Garderobe und als Speiseraum verwendet werden. Und deshalb ist es notwendig, da diese Wände zu sanieren. Du sagst es schon, wir haben Feuchtigkeit, wir haben Salzbelastung und ich merke auch an der Temperatur, es ist um einiges kälter als draußen. Damit das Ganze zum Wohlfühlraum wird für die Schüler, brauchen wir jetzt natürlich eine gute Lösung. Und da habt ihr ja ein gutes Saniersystem. Dieses Multipor Exalterm Sanier- bzw. Dämmsystem ist bestens dafür geeignet, weil das System viele Salze aufnimmt, ohne dort Schaden zu nehmen. Es ist ökologisch, es ist mineralisch, nicht brennbar. Und ich habe neben der Salzspeicherung, was dieses System mit sich bringt, auch eine energetische Verbesserung der Bausubstanz. Oh, das klingt natürlich nach vielen tollen Lösungen, die nicht nur in öffentlichen Gebäuden genutzt werden können, sondern natürlich auch bei der Sanierung von Eigenheimen oder beispielsweise beim Umbau von Stallungen zu Wohnraum wiederum funktionieren. Richtig. Und damit werden wir heute Schritt für Schritt arbeiten, euch zeigen, wie es geht. Und natürlich haben wir dafür etwas vorbereitet. So sah das Mauerwerk nicht aus. Wir sehen es hier schon, den Vergleich. Was wurde denn hier vorbereitet? Das Mauerwerk war ursprünglich sehr uneben, weil es auch als Keller genutzt wurde und untergeordnete Zwecke hatte. Um die Funktionalität des Systems herzustellen, haben wir erstmal dieses recht unebene Mauerwerk mit einem sulfatbeständigen Ausgleichsputz verbessert, egalisiert, geebnet und damit die Voraussetzung geschaffen, dass diese speziellen Mineraldämmplatten vollflächig an diese alte Wand angeklebt werden können. Wir haben also alle Vorbereitungen getroffen, damit wir euch jetzt zeigen können, wie es weitergeht und dafür arbeiten wir uns von Wand zu Wand, damit wir die Trocknungszeiten auch ein wenig überbrücken können und euch alles zeigen können, was wichtig ist. Und damit starten wir jetzt bei der ersten Wand. Dario wird uns jetzt zeigen, wie es funktioniert. Wir haben jetzt hier unser egalisiertes Mauerwerk, womit wir anfangen. Und dann werden wir das Ganze in drei Arbeitsschritte unterteilen. Wie fangen wir hier an dieser Wand an? Als erstes rühre ich mir den Exalterm Leichtmörtel ein, lasse ihn 5 Minuten ziehen, rühre ihn dann nochmal auf. Wichtig darauf zu achten, auf dem Gebinde auch die 6 Liter Wasserzugabe einzuhalten, damit er auch die vernünftige Konsistenz hat zum Verarbeiten selber. Nun bringe ich den Leichtmörtel auf der Platte mit einer 12er Zahntrommel auf. Achte auch darauf, dass sie quer zur Schieberichtung aufgetragen wird, damit beim Verschieben der Dämmplatte der Leichtmörtel sich auch 100% verteilen kann. Wenn ich meine Fläche fertig habe, nehme ich das Schleifbrett, egalisiere es, damit die Fläche dann zum Armieren auch soweit vorbereitet ist. Wichtig darauf zu achten, den Schleifstaub dann bitte entfernen. Jetzt nehme ich wieder den Leichtmörtel, trage ihn in Längsrichtung mit einer 12er Zahntrommel aufs Multipor auf, lege das Gewebe ein und wenn dies dann fertig ist, müsste ich jetzt pro Millimeter, sagt man, 24 Stunden Wartezeit zur Austrocknung, um jetzt den nächsten Schritt für den Endputz herzustellen. Damit wir jetzt gleich den Oberputz auftragen können, warten wir natürlich einen Tag pro Millimeter Schichtstärke, Standzeit ab. Und hier haben wir schon die nächste Wand vorbereitet. Da ist sowohl die Dämmplatte geklebt, als auch natürlich unser Armierungsgewebe aufgetragen. Wie machen wir jetzt mit dem Oberputz weiter? Jetzt mache ich bloß noch den Kalkfeinputz fertig, rühre den an mit 5,5 bis 6 Liter, so wie auch für die von Gebinde steht. Dann bringe ich den Kalkfeinputz auf. Schichtdicke von maximal 3 mm, ziehe die Wand fertig, muss dann warten, bis sie angetrocknet ist, damit ich dann mit dem Schwammbrett im Prinzip nochmal den Feinschliff nachvollziehen kann. So Frank, das war's jetzt eigentlich schon, fast, denn wir brauchen ja jetzt hier auch noch eine schöne Farbe. Gibt es dann hier auch etwas von euch, das das ganze System noch irgendwie abrundet? Es gibt dort die Multipor Innensilikatfarbe, optimal auf dieses System abgestimmt und
Eine Multipore-Innensilikatfarbe hat nichts mit Dispersionsfarben zu tun. Unsere Farbe ist dort optimal. Und zum Thema Salzbelastungen, gibt es denn hier Grenzen? Nein, es gibt für dieses System keine Grenzen. Die sind uns nicht bekannt, weil wir auch nach oben hin die Salzbelastungen ausgetestet haben und wir haben hier keine Grenzen feststellen können. Das gibt damit dem Kunden auch eine sehr hohe Sicherheit. Genau das wollten wir hören. Thema Langlebigkeit. Ihr habt gesagt, das ist besonders langlebig. Bedeutet das, es hat irgendwas mit Opferputz zu tun? Nein, das hat weder mit Opferputzen was zu tun, noch mit Sanierputzen, weil die Platte wirkt nicht als eine Opferplatte, sondern sie nimmt eben durch die Porenstruktur und durch die Vielzahl der Poren wesentlich mehr Salze auf als die Opferputze und hält damit auch an der Wand wesentlich länger. Also wir gehen davon aus, 20, 25 Jahre auf jeden Fall. Vielen lieben Dank an dich, Frank. Also holt euch die Infos und schaut euch das Multipore Exaltherm Sanier- und Dämmsystem von Xella einmal an. So, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen und ich fasse noch mal kurz für uns zusammen. Mit dem langlebigen Multipore-System haben wir eine energetische Verbesserung der Bausubstanz und damit natürlich auch eine Einsparung bei den Heizkosten. Außerdem Gewinn von zusätzlichem Wohnraum oder ungenutztem Wohnraum und eine Wertsteigerung der Immobilie. Außerdem könnt ihr Schimmel präventiv verhindern und damit mache ich mich auf den Weg zur nächsten Baustelle und freue mich, wenn wir uns dort wiedersehen.